Ahoi! Heute gibt es keine Neuigkeiten vom Assi-Eck, wie ihr es vielleicht schon von mir gewohnt seid, aber wir bewegen uns nur ein paar Schritte auf der Luisenstraße und stehen vor dem Luisengarten. Und der Luisengarten hat jetzt ein Problem. Es gab im Jahr 2019 Beschwerden zweier Anwohnerinnen, die sich über den Lärm, den der Luisengarten angeblich verursache, aufregen. Nun kann man sich natürlich am Kopf kratzen und sagen, nee, du wohnst an einem Biergarten und es ist abends manchmal laut, aber in die Richtung wollen wir jetzt nicht schießen. Aber es passiert jetzt Folgendes. Der Luisengarten hat jetzt von der Stadtverwaltung die Auflage bekommen, dass er früher schließen muss, um Lärmbelästigung zu verhindern. Jetzt sagen natürlich die Betreiber, okay, wenn das so ist, können wir die Einrichtung nicht mehr rentabel führen. Und was passiert, wenn ich eine Einrichtung nicht mehr rentabel führen kann? Ich werde irgendwann das Geschäft aufgeben müssen. Ich werde dieses Grundstück verkaufen müssen. Und was dann passiert, können wir uns wiederum denken. Und jetzt kommt doch nochmal der Schwenk zurück zum Assi-Eck. Dann wird ein Investor kommen und diesen Platz bebauen. Dann steht dort in der Luisenstraße ein hübscher, neuer, grauer Klotz. Und dann können wir jetzt noch einmal den Schwenk zum Assi-Eck-Video machen. Wo gehe ich dann hin, wenn ich in der Neustadt abends ein Bierchen trinken möchte? Ja, dann setze ich mich doch zu den 400 Leuten, die sowieso schon am Assi-Eck sitzen. Ist ja nur ein paar Meter weiter. Das ist jetzt natürlich alles hypothetisch. Aber Fakt ist, der Luisengarten muss früher schließen. Und Fakt ist auch, es gab ganz klar die Ansage der Betreiber, wenn das so bleibt, werden wir perspektivisch schließen müssen. Was dann mit dem Grundstück passiert und wie sich dann die Neustadt wieder verändern wird, das steht natürlich noch in den Sternen. Unsere Prognose, wir halten sie für sehr wahrscheinlich, es wird bebaut. Was kann jetzt getan werden, um den Betreibern zu helfen? Felix Göhler vom Ortsverband der SPD der Neustadt hat eine Petition gestartet, eine E-Petition, die läuft über die Homepage der Landeshauptstadt. Und in dieser Petition fordert er, dass der Luisengarten seine Öffnungszeiten wie gehabt seit Jahren beibehalten darf. Denn nur dann kann dieser Biergarten bestehen bleiben, kann rentabel fortgeführt werden und bleibt als ein schöner Ort in der Neustadt erhalten. Von uns Piraten liebe Grüße an die SPD. Das ist eine tolle Idee. Die Petition können wir nur unterstützen und wir rufen euch jetzt auf, unterzeichnet die Petition und schützt eine schöne Ecke in der Neustadt, damit sie eine schöne Ecke in der Neustadt bleiben kann. Vielen Dank.